5, 4, 3, 2, 1, BAM! Forever! Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video! Freunde, SBB Time wieder bei dieser Part auf dem Kanal. Heute Shapeshifter, die SBC-Karte von Mkhitaryan. Geile Karte, wie ich finde, optisch. Habe ich noch nicht gespielt. 4 Sterne Skills, 5 Sterne, schwacher Fuß, genau so ist es. In-game Sets sind auch Mashallah, Habibü. Und das Ganze mache ich nicht alleine. Mein heutiger Gast ist der Malle aus Max. Max Malle. Hi. Moin Jungs, was geht? Und ja, ich muss sagen, der Mkhitaryan, also ganz ehrlich, der sieht aus wie die perfekte Metakarte, ne? Ja, aber mein Freund, die obligatorische Frage. Steht deine Nice-Lampe wieder hier? Natürlich, sie erleuchtet natürlich in grün. Passend zum Design. Richtig, baba. Also auf jeden Fall alle Hashtag Nice in die Kommentare, so gehört sich das. Man muss dieser Nice-Lampe in Ehre halten, meine Freunde. Und was man auch in Ehre halten muss, würde mich sehr, sehr freuen. Gib dem Video einen Daumen nach oben. Ich muss hier nochmal Props an Max aussprechen. Kurzfristig hat er sich Zeit genommen für die Aufnahme, weil ich für den heutigen Tag, heute bin ich in Salzburg, ein Video benötigt habe. Aber nächste Woche wird auch wieder auf beiden Kanälen jeweils ein Video kommen, wenn der gute Max Bock hat. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall freut es mich. Danke dir auf jeden Fall an der Stelle. Ganz oben in der Videobeschreibung ist natürlich der Link zum Kanal von Max. Ja, darf ich natürlich nicht vergessen. Mein Freund, soll ich reinhalten oder willst du reinhalten? No homo. Ach du, das ist mir komplett egal. Du darfst entscheiden. Okay, du als Gast, halt mal rein. Ja. Halt mal rein. Mach mal. Du, dadurch, dass du jetzt gerade in meinem Livestream drinnen warst, okay? Mhm, aber nur zum Ende gerade. Ich hoffe, dass du diese Karten in der Verteidigung nicht gesehen hast, weil eine davon stelle ich gerade auf fürs ZM. Das ist diese SBC-Karte von Barella, die Future Star-Version. Und, oh Gott, ich bin der dümmste Mensch auf der Welt. Mkhitaryan sollte im linken Sturm stehen, nicht im rechten Sturm. Für den Elm dann. Ja, such dir noch schnell dann raus. Oh Gott. So, mein Spieler steht drauf. Hast du ich schon? Ich halte dann mal okay, mein rein, genau. Okay, ja. Also der fehlende LM ist der Freund, damit er einen grünen Link bekommt, der Mkhitaryan. Das ist also ein Zweckspieler. Dadurch, dass er gleich als erster drauf auf Footbit steht, hoffe ich nicht, dass du ihn gleich aufgeschrieben hast. Spinazzola. Schade, okay. Ich habe gedacht, du gehst im ZM mit dem Pellegrini. Da wollte ich sogar, glaube ich, also ich habe an die Barella gedacht, glaube ich. Und dann links hatte ich Insigne jetzt noch aufgeschrieben. Huch! Schade, ja? Schade, darfst du beide benutzen. Das gefällt mir. Meine Freunde, ja. Ich halte rein. Und heute mal ohne Pranks. Gut, heute mal ohne Pranks, genau, Jungs. Also ihr wisst Bescheid. Linker Stürmer bei mir, Spieler. Ich glaube, den hat schon mal ausgetestet irgendwo. Martinez in Form 86er Karte. Und vorne ein argentinischer Sturmkollege. Also die Karte, die war in den anderen FIFA-Teilen immer mega, mega gut. Und jetzt ist einfach sein 89er in Form. Nur noch 77k Wert und hat nur 84 Pace. Und zwar der gute Paulo Dybala. Huch! Mit welchem Spieler hatten wir den Squad Builder Battle unseren ersten, mein Freund? Lautaro. Und welche Spieler habe ich bei diesen Squad Battles mal, ja, verwendet? Ach nein. Und das ist diesmal kein Prank, mein Freund. Martinez und Dybala, einfach so. Das ist zu wild. Ja, dann nehme ich rechte Seite. Rechter Stürmer kriegt den Torwart, linker Stürmer kriegst du normale Bronzekarte. Gut, sehr schön. Also ich würde sagen, das war's an der Stelle schon mal komplett mit der ganzen Offensive. Ich werde nicht einen Torschuss haben. Pato haltet rein, Maxi kann reinschmeißen. Ja, fange ich mal rechts an. Da habe ich einen Franzosen. Frankreich hier, der ist eine Special Card bei mir, der Ndombele wants to watch, ganz nett. ZDM ist, nee, kein Franzose, sondern eine Icon, Ikona Rijkaard. Grüße gehen raus und links spiele ich, wie spiele ich links nochmal genau, Parejo 87er. Parejo 87. Richtig. Ganz ehrlich, ich habe zwei Sachen durchgestrichen oder ausgebessert. Davon war eine Icon, aber das war Lampard, wäre Lampard gewesen. Das alle behalten, Zaniolo, Barella, Matuidi. Jungs, wenigstens das Mittelfeld, wenn schon vorne absolut nichts geht, aber ja, mal gucken,
ob jetzt bei dir vielleicht auch nichts mehr geht vorne. Also, auf diesen Spieler bin ich sehr, sehr gespannt. Diese Karte hat ein 82 Rating, kostet aber 90.000 Coins. Alain Saint-Maxima, oder wie der heißt. Das Team habe ich eigentlich nur gebaut, also Premier League Seite, weil ich den roten 86 in Form PP gezogen habe. Dann kommt der Bruder, Kanté 90. Jungs, das könnte ja böse heute ausgehen. Ich bin mit den guten Osimhen, Kalou und Sanchez gegangen. Nämlich, ich habe gesehen, dass du den Osimhen Kalou jetzt mal verwendet hattest. Huch! Den hatte ich aber in meinem letzten SBB und deswegen habe ich Osman gesperrt. Richtig. Ja, ja. Das habe ich mir natürlich als Vorbereitung gesehen. Ich wollte die Spieler nicht nochmal verwenden. Ne? So, Jungs, willkommen zu den Ausverteidigern. Vielleicht kann ich dem guten Pato meinen ersten Bronzespieler reinhauen. Ja, ich bin mir zu 90% sicher, dass du meinen Rechtsverteidiger hast. Weil ich habe mir einfach gesagt, ich verwende den so lange, bis der mir rausgesniped wird. Tonetti. Linksverteidiger, ich höre gerade gar nichts. Das heißt, es ist ein semi-gutes Zeichen. Und, boah, jetzt wird's ganz tiefe Schublade werden, mein Freund, ja? Jetzt halte ich fest, der Linksverteidiger ist ein Silberspieler. Calderoni, Italiano, grüner Link. Ich bin ehrlich, ich habe nie gedacht, dass du da wirklich einen Zanetti noch auspackst. Also ich habe wirklich gedacht, du gehst hier mit einem Aurier in Form. Hat ja auch nicht so schlechte Werte. Und dann Biraghi hatte ich links aufgeschrieben, ein Italiener, aber nee, also da könnte ich echt nicht drauf kommen. Ja, ganz tiefe Schublade. Nicht schlecht. Aber ich bin immer nicht noch schlecht, ja, nicht schlecht. Immer noch dabei. Jede Karte, andere Kartentyp. Mashallah. Bei mir ist es jetzt als Rechtsverteidiger-Position auch eine Karte, beziehungsweise ja eine neue, aber eine, die ich schon mal im Sturm eigentlich hätte. In Form CDB. Huch. Links, bitte nicht, habe ich hier ein paar Karten noch zur Auswahl. Der Firpo Champions League von Barca. Der Firpo. Ich habe überlegt. Ich hätte mich noch umentscheiden. Ja. Zwischen wem hast du dich denn umentscheiden können? Ach, ich hatte hier Gaia, ich hatte hier ein paar zur Auswahl. Also, auch noch auf meiner Liste stand Firpo oder Gaia. Aber der gute Barato hat sich für Gaia entschieden, mein Freund. Und auf der anderen Seite habe ich Inform Aurier. Wichtig, wichtig. Jetzt wird spannend. Ich sag dir eines, wenn du auf den rechten Innenverteidiger kommst, okay? 30 Euro PayPal, okay? Ich bin gespannt. Okay, dann bis gleich, Leute. Kannst du mir schon überweisen. Das Finale, Innenverteidiger, Torhüter. Max, das sind meine Tipps. Max, ich halte rein. Max, es geht los. Und ich hab Angst. Linker Innenverteidiger, du denkst mal, ich bin in die spanische Liga gegangen, Franzosen, aber nicht mit Longley oder sonst wem. Ich habe DiaKB Info mal aufgeschrieben. Mega geile Karte, mit denen habe ich schon Tim Latka und Co. abgezogen, also wirklich. Und ich hoffe einfach nicht, dass du ihn hast. Rechts hatte ich, wen hatte ich da nochmal? Es war keine Special Card, glaube ich. Und zwar genau, es war der gute Sanchez von Tottenham und im Tor der Hugo Lloris. Ich muss dir ganz, ganz ehrlich etwas sagen, okay? Ja. Sanchez und Lloris. Ich habe das schon hier in meinem Footbindingsmuster eingebaut. Ich habe gedacht, du gehst mit Franzosen. Habe ich auch einen Franzosen. Und? Ich habe sogar jemanden von Valencia, mein Freund. Das ist aber die, allerdings, ich habe sogar zwei von Valencia. Es ist aber Longley, Kondogbia und Sillessen. Oh, Junge, ich fahre hier fast um. Okay. Durchatmen und ja, also bei dir, ich weiß nicht, ja, also ich bin mal gespannt, wie du es linken willst. Das hier ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber also wirklich 10er, wenn ich das habe. 10er, wenn du das hast, 30, wenn du den rechten Innenverteidiger hast, okay? Gut, der linke Innenverteidiger, ja, Italiener links und ein Italiener ZM. Das heißt, Italiener links Innenverteidigung, doppelgrün, perfekt. Inform Criscito. Rechter Innenverteidiger, das ist Momentskarte von Upamecano, der Juppa und der Torhüter Gulaschi. Ja, also damit ist es, denke ich mal, besiegelt, dass ich nicht einen Torschuss haben werde. Ich bin mit Romagnoli, Koscielny und Costil gegangen. Oh. Schade. Schade. Soll ich dir der Upamecano. Soll ich dir etwas sagen? Ja. Ich sehe es jetzt gerade. Bis auf zwei Inform, jeder Kartentyp anders. Sehr, sehr schade, dass man unsere Teams Boah. Nicht sehen kann. Weißt du, bei diesen Dings. Ey, das muss so geil aussehen, wenn du das siehst. Also vorne mit zwei Informs, das wäre auch noch bei mir ganz nett geworden, aber war ja nix, ne? Sorry, Bruder.
Ich würde mal sagen, ihr gebt alle noch ein Däumchen nach oben auf schnell. Danke euch dafür und wir gehen ab ins Spiel. Ich bin sehr, sehr gespannt. Reichardt als Flügel bei mir. Das so wild. Jetzt mein Angriffsspiel. Vor. Ja, also super Angriffsspiel, mein Freund. Bam! Oh mein Gott! Sogar Time Finish! Wahrscheinlich. Finish. Wahrscheinlich haut er den gerade so rein. Das war Schussgeschwindigkeit 3000 oder so. Also ich habe gedacht, das Netz ist kaputt, habe ich ganz ehrlich gedacht. Die Kamera ist nicht mehr mitgegangen. Bam! Die Kamera ist nicht mehr mitgegangen, ja. Das war zu wild gerade. Ja. Oh mein Gott. Eigentlich hatte ich einen Ball. Hinter den Ball. Boah, schade. Was? Yes! Okay. Was denn? Shit. Das hat so eine krasse Frisur, der Bruder. Wie der den reinmacht, ne? Ja, ist echt so. Okay, wenn du Torwart, mit Torwart triffst, okay? Zwei, gilt immer plus zwei, okay? Mit Torwart, okay. Ja. Okay. Die brauche ich, glaube ich, auch, denn... Sweaty! Yes! Ja. Sorry, Bruder. Meine Verteidigung ist auch sauer offen. Sauer ja. Weil ich glaube, dieser Diaka Dingsbums hat ja auch nur 50 PS, oder? Genau. Huch. Genau. Oh, Silberspieler. Oh, nein. Let's go. Das war Mkhitaryan. Ich habe schon Also Volley kann er, glaube ich. Heute machen wir Volley Challenge, oder was? Boah, krass geil. Ja. Jetzt wollte ich auf Tor überlegen. Jetzt habe ich. Nein. Oh mein Gott, haben deine Pace davon oder? Ja. Guck dir das mal an, was deine Leute für ein Pace davon haben. Das ist ja sinnlos. Nein! Das ist ja sinnlos. Spinazzola. Ich kann ja gar nichts machen. Spinazzola hat, glaube ich, 76 Rating oder so, aber ich habe ihn nur ausgewählt, weil er laufen kann. Ich kann gar nichts machen. Mein Gott. Ja. Also brauchst du wirklich deine Leute nur lang schicken, das machst. Danke für den Tipp, mein Freund. Das werde ich jetzt machen. Robert! Nein! Nein! Was? Oh Jungs, was ist das hier? Real Talk, ich dachte, der geht rein. Ich habe mich, ganz ehrlich, ich habe mich jetzt zur zweiten Halbzeit weiter nach vorne gelehnt. Der Schwitzer mal los. Mickey! Oh. Was? Ich hab gedacht, du movest. Ich hab gedacht, du echt? Movest. Warte. Ich hab gedacht, du movest. Gucke bitte. Oh mein Gott, ich hab gedacht, hält du movest. Sogar. Ich dachte echt, dass der drin ist. Ich hab mich schon so zurückgelehnt. So, ich dachte mir so, na, zwei Tore. Oh Gott. Was war das denn? Ich bin E-Sportler. Was war das denn bitte da hinten? Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Das war zu krass gerade. Wie der sich ja viermal den Ball halb hoch, abseits oder halb hoch extra nochmal hochflicken und dann Torwart halb hoch anspielen im 16er. Ist wirklich immer klasse. Oh nein. Oh ja. Sinnlos. Das war's schon wieder. Let's go. Ah. Let's go. Was? Ja. Ja, kann ich nichts machen. Bruder, es tut mir leid. Mein Mädchen steht so um. Ja. Und dann bin ich oh. Ja. Also dein Gulaschi, ehrlich, der hält auch mega. Der Peter. Boah, ich wollte wieder Time Finish machen. Oh, nein, ich war doch dran. Was? 7 zu 1, oh, das ist zu wild. PP als Außenspieler, macht ja mehr Tore als Mkhitaryan. Boah. Ja. Brudi. Ich war so schlecht. Oh Gott, ich konnte halt den Ball nie in meinen reinhalten. Mehr als drei Pässe ging einfach nicht, Ball war mal weg. Ja, es ist extrem schwierig. Und überhaupt dann noch mit zwei Bronze-Stürmer da vorne oder Spieler. So, du darfst. Geht schon. Das sind 6 Discards, richtig? Ich überlege echt, wie ich das Ganze mache. Ob ich die komplette Abwehr und den Torwart oder
der Stürmer, Stürmer ZOM und das gesamte Mittelfeld oder ob ich das Ganze punktuell mache. Ist echt schwierig. Und das soll ich bei der Außenverteidiger. Den ZOM. Weißt du was? Ich habe mich jetzt so entschieden. Wir nehmen zuallererst den Torhüter. Ja, warte mal, ich pack die mal hier unten auf die Bank. Okay. Ich mach mal kurz Platz auf der Bank. Ist das schon was Härteres, oder? Geht noch. Geht noch. Okay, ja, ist auf der Bank. Okay. Dann nehme ich... beide Innenverteidiger. Den linken ZM. Das sind 1, 3, 4, 2 noch. Den rechten ZM und den ZOM. Mkhitaryan nicht getroffen. Okay. Stark. Aber dafür hast du endlich mal, den wollte ich eh abgeben, Rijkaard getroffen. Das ist meine erste. Den hatte ich mir für fünf Swap-Deals hatte ich mir den geholt. Also, boah, ein erschwitzter Discard. Oh Gott. Dann war noch dabei Lloris, Sidibé, Firpo, Sanchez und Ndombele. Das ist der Once-to-Watch von... Aber der wird eh kein... Der wird eh keinen Inform kriegen, von daher. Aber ist auch wieder eine Karte, die man nicht bekommt. Maschallah, ja. Part wird eine Icon discarded. Das erste Mal, jetzt bin ich auch ein Icon Destroyer. Wo stand denn der Mkhitaryan? Rechtsverteidiger, als du gesagt hast, komplette Abwehr, wollte ich erst schon auflegen. Wo stand denn der Rijkaard? Innenverteidigung. Achso, dann hätte ich dich voll hops genommen. So, also ich wäre jetzt ready. Hast du sie ja alle drinnen? Jo. Soll ich runterzählen? Jo. 3, 2, 1, ciao. Hast du wenigstens ein Icon-Trikot oder so bekommen, oder? Ich hätte es mir auch erwünscht, ja, aber... Auf jeden Fall, Leute, danke euch fürs Zuschauen. Vergiss nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und nochmal ganz, ganz wichtig, checkt den Kanal von Max aus. Geiler Typ. Wird nicht das letzte Video gewesen sein, hoffentlich. Schauen wir mal, ob er sich dann wieder meldet nach der Aufnahme. Auf jeden Fall, danke euch fürs Zuschauen. Max hat das letzte Wort. Schönen Tag, Leute. Ciao. Ich habe jetzt meine erste Icon-Wolle-Discard von der Premiere. Das sind Pato dafür. Auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Von daher sind wir raus. Bis zum nächsten Mal rein und ciao. Ja. Turns the sun around.